zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht da. Sie ist hier in der Nähe, in einer Einrichtung. Ja, genau. Über diese Einstiegsluke erhaltet ihr, naja, Zugang. Die Kanalisation? Ihr Typen seid wirklich durchtrieben. Bitte, holt sie da raus. Ich behalte Ferret im Auge. Ein Gewehr. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ja, ich lebe in einer schlechten Gegend. Ich frag mich, wer schuld dran ist. Stehen bleiben. Der hat doch aber gerade eben noch so einen Schatz gebellt, oder? Ja, ich glaube, das war das Buch. Hast du ein Buch genommen? Mhm. Gut. Ja? Ja. Und ab geht's. Wer seid ihr? Wo ist mein Verlobter? Er schickt mich, euch zu retten. Oh, seid ihr qualifiziert? Ich weiß nicht, ob ich einfach jemand Fremdem folgen sollte. Da sehe ich wohl gerade einen Moment. Achso, wir müssen eh hierher laufen. Na, oh, ich nehme sie. Wie ungestüm. Nun, na gut. Sie hängt da ja auch nur so. Warte mal kurz. Ich guck mal, ob hier irgendwas im Ding ist. Ja. Zum Tauchen. Auf jeden Fall liegt da hinten ein Typ. Ja. Der kann ja, aber wahrscheinlich. Der liegt da nur rum. Der ist ein bisschen faul zum Schwimmen. Okay. Okay. Vielleicht finden wir jetzt hier wieder was Lustiges. Hupala. Links oder rechts? Gucken wir erstmal links. Aha, Grabungsort. Ach, da hinten ist ein Grabungsort. Ja. Sonst halt nichts mehr. Sensenarm-Tätowierung links. Nö. Gut. Kommt die mit? Ja, so ein bisschen läuft die doch damit, ja. Oh, da ist ein Schlüssel. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mhm. 14 von 15 einloggen, wir können die eine Truhe öffnen. Okay. Der sieht nach nix aus. Ich bin hinter dir. Fledermäuse, helft mir! Rechts oder links? Fledermäuse. Da ist ein Schatz. Jo. Seltener Diamant. Sehr schön. Oh, danke. Diese furchtbaren Kreaturen. Halt die Klappe. Echt mal. Mann. Immer. Diese seltsamen Kreaturen. Folgt ihr uns noch? Ja. Sehr gut. Oh. Hättet ihr mir letztes Jahr erzählt, dass ich mal durch die Kanalisation vom Bowerstone Industriegebiet warte, ich hätte euch nicht geglaubt. Ich kann es ja jetzt kaum glauben. Es ist einfach verrückt. Ich würde sagen, jetzt kommen wir wieder raus. Hoffe ich doch. Schon genug, aber dann auch noch diese Fledermäuse. Oh,
einfach widerlich! Man könnte meinen, die Fabriken, der Smog und die Umweltverschmutzung vertreiben jedes Tier weit weg. Dabei sind sie genau unter uns. Ich hätte es lieber nicht gewusst. Mädel, ich glaube, die sich hier unten nur. Komm. Bloß nicht dran denken. Und wenn es die Fabrik nicht mehr gibt, dann kommen sie vielleicht an die Oberfläche und schwärmen da aus. Wir kämpfen da oben um die Verbesserung der Lebensqualität. Aber wenn die Fledermäuse über uns herfallen, was können Lasagne? Da müssen wir her, sehen? Rechts. Ja, dann gehe ich jetzt mal kurz hier lang. Männer sind immer noch die besseren Helden. Treffen. Anwesende ausgeschlossen natürlich. Ja, gesehen. Und ein Grabungsort. Auch ein Gesundheitstrank. Smaragd und ein Zeitverzögerungstrank. Sehr schön. Haben wir noch nie genutzt, ne? Nö. Wer braucht das schon? Ja, echt mal jetzt. Boah, irgendwie ist mir das alles ein bisschen ruhig hier. Kein einziger... Irgendwas hört sich. Das hört sich doch gerade ebenso an, oder? Ah, da. Was bitte ist das? Das sind Hops. Komm her. Oh, komm her, du Hoppi. Welche ist er? Hast du noch welche da bei dir? Nö. Aber da war gerade ein Grabungsort, oder? Ja, und ein Schatz. Ich hol mir den Grabungsort mal hier. Da ist noch ein Schatz oben. Eine Perle. Ach, ihr Hobbys. Chakre bleu bleu bleu. Oh. Okay, ich geh mal den Schatz holen dann. Oh. Ah, da ist er, ja. Will du denn dir? Warte, ich trinke in der Zeit auch mal an. Mein... Getränk. Unterhalterschminke. Ich hab nichts bekommen. Oh, jetzt hab ich was bekommen. Was denn? Unterhalterschminke? Nee, so Pyjama-Gedöns. Pyjama-Baby. Okay, da rechts müssen wir her. Mhm. Okay, hier ist nichts mehr. Also, rechts. Was haben wir denn hier? Ein Skelett. Was hast du? Ups. Ups, war ich das etwa? War ich das etwa? Hm. Ja. Wo bist du? Da bist du. Ich bin da. Jo. Den will ich nie wieder begegnen. Das sind doch Hops. Igitt. Sie sind so widerlich, wie man immer hört. Ständig verschwinden Kinder aus dem Bumblestone-Industriegebiet. Oh, sie sind das schwächste Glied der Gesellschaft. Gar nicht auszudenken, wie viele hier unten enden. Ich weiß Perle. Nicht, wer hinter all dem steckt. Es ist Smaragd. Nichts geschieht ohne sein Einverständnis. Wer interessiert sich denn schon für das Schicksal der Obdachlosen? Reaver will aus dem Asyl ein Freudenhaus machen oder ein Casino oder sowas. Ich sollte mich sicher geehrt fühlen. Dass ich von dieser Bestie entführt wurde. Es wird Zeit, dass Reaver zu Fall gebracht wird. Er hat anständigen Leuten viel Leid angetan. Wir müssten gleich da sein. Fast zurück bei... Laszlo. Okay.
Es war aber doch sehr ruhig hier unten, muss man sagen, ne? Mhm. Extrem ruhig. Man ist ja kaum in Schwitzen gekommen. Ja. Es war wohl ein bisschen sehr ruhig. Wo ist die? Geschafft! Bevor wir zu Laszlo zurückgehen, wollte ich nur sagen, ach, ihr wart toll. Das heißt, ihr seid toll. Das habe ich früher auch immer über Laszlo gesagt. Aber wenn ich ihn mit euch vergleiche, ist er doch ziemlich langweilig, oder? Will ich mein Leben wirklich mit diesem Mann verbringen? Was meint ihr? Ja. Ihr habt recht. Ich sollte bei ihm bleiben. Etwas Besseres ergibt sich vielleicht nicht. Genau. Bleib mal bei deinem Laszlo. Laszlo! Der ist am Schlafen, der Junge. Geraldine, oh, mein Kopf. Dieser Fiesling Nigel Ferret muss mir hinterrücks eine verpasst haben. Schatz, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Glaubst du doch wohl selber nicht. Tja. Danke. Ihr habt die wichtigste Person in meinem Leben gerettet. Ich stehe tief in eurer Schuld. Immerhin wieder 30 gelten Siegel. Ich war so besorgt um euch. Ja, vielen Dank. Dank meinem Retter ist alles gut verlaufen. Dieser große, starke, flinke, schlaue Retter hat mich da rausgeholt. Habt ihr mich vermisst? Natürlich. Ich habe nie an etwas anderes gedacht, als endlich wieder bei euch zu sein. Oh, kommt her. Okay, wir machen ein ganz kurzes Päuselchen. Wir sind dann gleich wieder da. Bis gleich. So, nach einem kleinen Raucherpäuschen sind wir wieder zurück. Ich musste Pippi. Wir können eigentlich direkt die nächste Quest annehmen, ne? Ja, können wir machen. Quest, die Quest. Ein unheiliger Bund. Ah, wieder ein Brightwall. Ja. Ist ja egal, die Schnellreisefunktion spielt da keine Rolle. Ein verheiratetes Paar aus Brightwall ist seit Jahren zusammen. Hat jetzt aber genug. Wir sollen dir bei der Trennung helfen. Ja. Kein Problem. Bin ich mal gespannt, wie wir das deichseln sollen. Bitte, die Trennung. Mein Schatz, es tut mir so leid. Ich mache es wieder gut. Das habe ich schon mal gehört. Bei den ersten Enttäuschungen fand ich eure Unbeholfenheit ja noch irgendwie niedlich. Aber das hat sich längst abgenutzt. Schatz, bitte. Es tut mir leid. Lasst uns nicht streiten. Das ist wirklich furchtbar. Furchtbar öde, meint ihr wohl. Vielleicht wäre es interessanter, wenn ihr mehr Mumm hättet. Vor unserer Hochzeit war meine Frau noch süß und lieb. Doch jetzt ist sie sauer und verbittert. Sie kommandiert mich herum. Sie meckert. Schlimm. Es ist einfach schlimm. Aber bei einer Scheidung bekommt sie die Hälfte meines Vermögens. Also recht viel. Oh, wäre ich doch jemand anders. Moment. Was, wenn sie jemand anderen hätte? Wenn jemand wie ihr um sie werben und ihr sagen würde, er sei reicher als ich. Sie würde die Scheidung wollen, um euch zu heiraten. Und ich wäre frei. Natürlich müsstet ihr sie nicht wirklich heiraten. Gleich nach der Scheidung verlasst ihr sie einfach. Oh, dann würde ich zu gern ihr Gesicht sehen. Ich weiß, das klingt scheußlich, aber es könnte meine Rettung sein. Macht ihr es? Ich brauche eh noch eine Partnerin für meine Orgie, ne? Also?